Okay, Friends, komplette Serie Outouts von Sherry für uns zusammengefasst seht ihr hier. Die Stats sind noch nicht final, also da kann sich noch was ändern, aber fürs Trading werden interessante Jungs dabei sein. Wir schauen uns an, was ich das Wochenende vorhab. Servus, Grüezi und Hallo zum weiteren Video. Letztes Video noch einmal die 100 Likes, noch knapp nicht geschafft. Schafft man es noch? Mich würde es sehr freuen, wenn wir es dieses Video schaffen, Freunde. Für mich der wichtigste Indikator, ihr kennt es. Ja, das ist es. Sagt es mal ehrlich, ist Juventus Turin Serie A Meister geworden? Haben die den Scudetto geholt? Oder war es doch Napoli? Wir haben 5 Juve-Spieler drin. Ich mache mal meine Kamera runter. 5 Juve-Spieler und nur 3 von Napoli. Versteht ihr das? Also ich persönlich bin da irgendwie ein bisschen überfragt. Unabhängig davon sind das mega geile Karten und ich muss sagen, es ist schon Hype da, wie heute Abend 19 Uhr, da wird es released, diese Karten dann auch aus dem Päckchen rauszuziehen. Fürs Trading, also wir wissen, wir machen Low-Budget-Trading, Anfänger, Fortgeschrittener, scheißegal, ist für jeden was dabei. Ich habe übrigens im Video auch wieder die 100k-Liste nochmal für euch zu sagen, weil immer wieder die Fragen kommen und die 500k-Liste, die wir gestern angeboten haben, sage ich auch noch was dazu. Ja, ich habe jetzt schon meinen Fokus auf so Karten wie in Bremer, diesen Strezza da unten oder einen Di Lorenzo, einen Rabiot, Tonali, Di Maria. Mal schauen, was die kosten werden. Ich habe heute Abend Gott sei Dank endlich mal Zeit und kann ein paar Position Changes machen. Ihr wisst es, Tech Avion ist eine krasse Methode für Karten, die neu released werden. Wenn die Karte rauskommt, noch kein Chemistry-Style hat, noch keinen Position Change hat, dann macht es sie einzigartig auf dem Markt. Mit dem richtigen Timing könnt ihr in kurzer Zeit Hunderttausende von Coins machen. Die OGs wissen es, ich grüße euch ganz herzlich. Und diejenigen, die es noch nicht wissen, ihr kommt da schon auch irgendwie rein, aber lasst mich das bitte in Ruhe nochmal mit euch gemeinsam machen. Ich bin ab 13 Uhr live, da können wir nochmal drüber quatschen. Oder ganz wichtig, und es würde mich mega freuen, morgen um 8 Uhr bauen wir unsere neue UV-Liste und ihr kriegt sie natürlich wie gehabt hier auch komplett zur Verfügung gestellt. Ich poste sie wieder ganz wie einmal in der Woche, gibt es meine komplette UV-Liste für euch. Letzte Woche gab es bis am Sonntag und ich habe seitdem 1 Million gemacht. Ich habe jetzt gleich noch ein paar Hinweise, wenn wir rübergehen auf die Konsole, aber vorab nochmal, Liga Portugal ist vom Niki Chai bestätigt worden. Gonçalo Ramos, Taremi, João Mario, Otamendi, Diogo Costa, Ricardo Horta, González, es könnten wieder richtig coole Karten werden für UV, für die UV-Liste, für Position Changes, wie gerade schon erwähnt. Das werden wir uns allerdings am Sonntag ab 19 Uhr anschauen. Ich habe noch 2 Videos bis dahin, wie gesagt, Samstag und Sonntag kommen noch 2 Videos, jeden Tag ein Video, weil der Support einfach gerade so grandios ist hier auf der Plattform. Da wächst was zusammen und da freue ich mich natürlich mega. Ich habe auch ein neues Format so für euch, weil immer mal wieder die Frage kommt, ey, SwapX, wie soll ich jetzt die Karte genau anbieten? Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Ich habe den Sissoko gestern Abend für 63.000 Coins verkauft, so wie er hier ist, zentraler Mittelfeldspieler, Shadow. Ich habe auch beschrieben, was ihr machen sollt, so snipen, was er kostet, Marktwert 36k, mit Shadow, sogar mit Preisgestaltung. Link packe ich euch hier unten nochmal in die Videobeschreibung rein, sowohl hier als auch jetzt auch auf Instagram mit dem absolut neuesten Tipp Fofana ZDM mit dem Shadow, auch hier alles beschrieben. Also wer lieber Instagram hat, schaut da gerne mal vorbei, würde mich freuen. Und ja, werde ich natürlich, ich will mich grafisch und contenttechnisch auch ein bisschen verbessern und daher finde ich schon, schaut gut aus, oder? Gebt mal kurz Feedback dazu. In meinem Alter kann man auch noch was dazulernen. Die 500k-Liste, wir haben gesagt, es gibt eine 500k-Liste, wenn wir die 200 Likes schaffen. Wir haben jetzt nur die 121 geschafft. Ja, sobald die, ich weiß nicht, gestriges Video nochmal anschauen, gerne die Message dazu. Das wäre eine mega krasse Liste, die hat der Manu gebaut. Ich kann sie nur ans Herz legen. Es wird bald wieder hier eine komplette UV-Liste geben, nämlich meine. Wer weniger Budget hat, sollte sich damit unbedingt im gestrigen Video nochmal mit auseinandersetzen. Wir haben außerdem die 100k-Liste für euch nochmal zur Verfügung gestellt, weil immer wieder welche fragen, ey, was kann ich machen, wenn ich 100.000 Coins habe oder weniger. Wenn du weniger als 100.000 Coins hast, mein Junge, dann erspiel dir die Coins bis 100k und bau dir dann mit 100k diese Liste. Ja, sollte dann so aussehen, wie es hier beschrieben ist. Ja, da gibt es meines Erachtens keine zwei Meinungen. Das ist eine der, ja, der besten Startpunkte, wenn nicht sogar der beste Startpunkt, wenn man gar keine Ahnung hat von irgendwas oder gar keine Coins hat. Ist alles beschrieben, einfach nur diese Steps durchmachen. Gibt auch noch ein komplettes Tutorial übrigens hier auf dem Kanal. Wer ein bisschen durchforscht, gerne wird es auch finden. Also da alles beschrieben. Großer Danke draus an Jules, der sich das für uns auch nochmal so zur Verfügung zusammengebaut hat. Ich würde es heute ab 19.15 Uhr bauen, weil heute Abend wieder sehr viele Packs, da könnte Einsturz kommen, geöffnet werden und dann ist natürlich ein super Einkaufsfenster ist. Wir gehen rüber auf die Konsole. Meine UV-Liste,
Ja, das ist jetzt aktuell ein bisschen so, sorry für die Qualität, ich bin gerade auf der PS4-Version, da ist das Bild immer ein bisschen schlechter. Ich mache jetzt halt nichts. Ja, ich habe jetzt heute mal die Liste auslaufen lassen, es sind gute Verkäufe, habe gestern nochmal die Preise angepasst, werde jetzt die Karten auch schön weiter auslaufen lassen, dann mir anschauen, was heute Abend los ist mit den Serie A-Karten, die werde ich alle changen und dann mit Chemist da halt drauf und morgen früh soll dann die neue UV-Liste live gehen. Ich werde aber die Karten, die ihr hier seht, also die habe ich aus dem Grund drauf, weil die schon auch sehr, sehr viel Potenzial haben und abgesehen von dem Higazi jetzt, können die sehr, sehr gute Münzen bringen. Werdet ihr morgen auf der Liste auch vorfinden. Ja, daher lasse ich es jetzt diesen Nachmittag nochmal ruhig. Ich werde heute Nachmittag nochmal versuchen, den einen oder anderen Ligue 1-Spieler zu ziehen. Ich habe hier gestern noch ein, der kleine Hinweis, kam wieder das hier, das 3x83 Plus, dann das 75x11. Der Showdown kam, Ikone und Paqueta. Paqueta finde ich zu teuer, Ikone, ja. Ist okay, kann man mitnehmen für die Serie A-Aufgaben. Ansonsten bitte, Freunde, das Tagesanmeldungs-Upgrade SBC-Line abschließen. Wie gehabt, der Hinweis ist da. Und noch etwas, was immer wieder ja, gefragt wird: Ey, wie soll ich diese Aufgaben schaffen? Wie habe ich es gemacht? Ich habe die Quali gespielt, 4 zu 0, habe die Quali beendet, habe dann eine neue Quali angefangen, musste erst ein paar Rivals-Spiele erschwitzen, damit ich wieder die Punkte zusammen habe und habe dann durch 6 Siege geholt. Bin jetzt qualifiziert, habe die Player Picks fertig, habe den League All Cup fertig. Ihr seht schon, ich bin immer ein bisschen spät dran mit den Dingen, bis ich es fertig mache und ich habe den Level 30 Bonus fertig, das werden wir uns heute im Stream alles anschauen. Den machen wir erst morgen früh um 8 Uhr auf, so als Einstimmung, bevor wir die UV-Liste einkaufen, machen wir den Pick oder das Pack auf. Da bin ich immer noch nicht sicher. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Ich habe so viele scheiß Picks gesehen. Ich habe so viele scheiß Packs gesehen. Ich glaube einfach im Basic ist es scheißegal, oder? Freunde, sagt mir ehrlich, ist es, was habt ihr genommen? Bitte mal noch eine kleine Inspiration in die Kommentare schreiben, weil ich einfach noch nicht weiß, inwieweit ich mich dahingehend entscheiden sollte. Fakt ist, wir gehen nochmal kurz rüber. Das ist das Serie A-Tots. Ich habe da mega Bock drauf. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, mit so einem Quadriersteller, der auch ein Weakfoot und Skill Move Upgrade, also Weakfoot hat er ja sowieso schon 5 Star, aber er kriegt auch noch 5 Star Skill Move dazu. Damit macht es die Karte 5-5 mega interessant. Brutale Stats, Liao 99 Schießen, hat 99 Pace, hat 93 Schießen, das sieht man schon im Ladebildschirm. Und ja, Osimhen könnte die erste spielbare Osimhen-Karte werden in FIFA. Genauso Theo Hernandez sowieso, den wollen wir alle. Ihr seht die Karten hier gar nicht. Moment. Und dann noch die Barella, auch sehr, sehr geil. Also Barella sowieso, vor allem für PS4-User, eine absolute Maschine. Die Barella genauso. Die Maria, denkt mal zurück an Anfangs FIFA-Zeit, was das für eine krasse Karte war, die SBC bei der WM, die da kam. Und natürlich Rabiot, Di Lorenzo, Cuadrado. Also es sind alles spielbare Karten. Es ist wahrscheinlich nicht verdient, also wie eingangs gesagt habe, dass Juventus Turin wohl italienischer Meister geworden ist. Es ist womöglich nicht verdient, aber das sind halt die Karten, die wir in FIFA auch spielen wollen. Ja, was mir jetzt noch am Herz liegen würde, wären geile Icon-SBCs, geile Moments-SBCs, geile ja, Hero meine ich, Hero-SBCs, sowas, dass man einfach auch was zu grinden haben mit den ganzen ja, Karten, die wir haben. Und jetzt ist wirklich Ende von FIFA. Ich freue mich auf das Serie A-Tots, ich hoffe, ihr freut euch auch. Danke fürs Video liken, danke fürs Kanal abonnieren, danke fürs Glocke aktivieren. Sagt man so, bis gleich im Stream oder morgen 8 Uhr. Habt ein schönes Wochenende und bleibt gesund. Peace out.